Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um diesen Kompressor, Flüsterkompressor von der Firma Implotex. Dieses Modell habe jetzt ich hier stehen. Da gibt es noch ein größeres mit einem größeren Behälter und die typische Bauform, die man kennt, so quer rüber. Das ist eher wie so ein Fass, sage ich mal dazu. Ich fand es sehr ansprechend für mich, denn ich werde diesen Kompressor an der Wand quasi montieren. Ja, dazu aber später. Jetzt bauen wir erstmal dieses Ding zusammen. Da sind ein paar Sachen mitgeliefert worden, die wir noch hinschrauben müssen. Hier diese Druckanzeige muss man anbauen. Hier sind zwei Stück. Das ist der Hauptanschluss. Ein Teflonband ist mitgeschickt worden. Dann wurde noch ein Luftfilter mitgeschickt. Bei dem Luftfilter steckt man den Schlauch hier rein. Dann nehmen wir das Teflonband, das mitgeliefert wurde. Hier ist auch wichtig, wenn man das aufwickelt, dass man das in Richtung der Drehrichtung macht. Nicht entgegengesetzt vom Gewinde, sonst wickelt es das ab, wenn man es draufschraubt. Also immer aufwickeln in die Richtung, in der man das Gewinde reinschraubt. Mit dem Teflonband dichtet es dann schön ab. So sollte es zumindest sein. Ja, super Sache. Nächstes Teil. So, jetzt brauche ich einen Schraubenschlüssel. Ja, dann nehme ich kurz einen Franzosenschlüssel. Ich glaube, Franzosenschlüssel sagt man dazu, oder? Franzosenschlüssel, so kenne ich das. So, das kleine Barometer. Wie heißt es denn? Ich glaube schon Barometer, ja. Das kommt natürlich jetzt hier auf die rechte Seite. Dann machen wir das größere nebenhin. Ich mache jetzt kurz einen Probelauf und prüfe das auf Dichtigkeit, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und so, dann müsste es ja dicht sein. Schauen wir mal. Ich denke, ihr versteht mich trotzdem, dass dieses Ding an ist. Also hier ist der Kompressordruck drauf und hier kann man runterdrehen. Jetzt sind wir mal ganz leise. Also ich höre nichts zwischen. Auf der Seite wird der Druck angezeigt in dem Hauptkessel. Da, ja, das ist die Druckanzeige von dem Tank. Und diese Druckanzeige zeigt euch an, wie viel Luft hier rauskommt. Ihr könnt hier den Druck regeln. Das drehen wir hoch beispielsweise auf 4 Bar. Und wenn man dann hier den Hahn öffnet, sind jetzt hier die 4 Bar am Ausgang. Das war im Lieferumfang enthalten, genauso wie dieses Schläuchlein. So rum ist offen. Jetzt da ist der Druck im Schlauch, hat man ja zischen gehört. Und dann kann man. Wieso kommt jetzt nichts mehr? Aha, okay, alles klar. Moment. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Das ist eine geschlossene Stellung und das ist auch eine geschlossene Stellung. Geöffnet ist der Hahn, in dem die Stellung vom Hahn Richtung Schlauch geht. Alles klar, das ist ja super Sache, passt. Da seht ihr jetzt auf jeden Fall, dass ich das Gerät auch noch kennenlernen muss. Ich habe mich nicht vorher schlau gemacht, sondern ich arbeite hier einfach drauf los. In der Stellung, wie gesagt, ist offen und so ist zu. Da kommt dann natürlich der restliche Druck aus dem Schlauch raus. Alles klar, soweit, so gut, würde ich mal sagen. Hier unten ist eine kleine Information. Ja, hat nicht jeder Kompressorhersteller sowas, gehört eigentlich überall drauf, weil viele wissen das gar nicht, was da unten dran steht. Und zwar steht da einfach nur dran, dass man wöchentlich unten entleeren soll. Es sammelt sich Luftfeuchtigkeit, die der Kompressor ansaugt, sammelt sich da drinne, nicht da. Ja, hier ist nur das, was übermäßig überschüssig rauskommt, wird hier absorbiert, damit, wenn man was lackiert, zum Beispiel kein Wasser rauskommt. Das ist ein Wasserabscheider. Ja, aber Wasser sammelt sich hier drin ganz normal auch. Und deswegen muss man hier unten öffnen. Im Idealfall stellt man da einen Behälter hin und lässt die Luft langsam ab. Weil dann kann das Wasser schön reintropfen. Für viele ist das selbstverständlich. Ich erwähne es einfach, weil es da drauf steht. Ich finde es gut, dass dieser Aufkleber dran ist. Ja, wäre ja schade, wenn es innen rostet. Da kommt dann richtig gelbe Plörre raus, wenn man da zu lang wartet. Dann seht ihr selber, wie verrostet da innen drinne der Behälter dann sein kann. Es ist ganz okay, dass ein Schlauch dabei ist, aber ich bevorzuge eine Schlauchtrommel. Unter dem Kompressor an der Wand kommt dann eine Schlauchtrommel hin. 10, 15 Meter oder so, dass ich hier die ganze Werkstatt abdecken kann. Mit diesem Schlauch ist man halt sehr gebunden am Kompressor selber. Ja, was hat denn der? 2 Meter? Vielleicht 2,50, wenn überhaupt.
Er ist ganz okay, weil er nimmt wenig Platz weg, logischerweise. Aber da kommt dann an die Wand, wie gesagt, eine ordentliche Schlauchtrommel. Eine kleine Info, da ist ein Lüfter drin, hier unten ist ein Lüfter drin und genau auf der gegenüberliegenden Seite ist auch ein Lüfter drin. Das Ding wird luftgekühlt und funktioniert ohne Öl. Und hier befindet sich das Motorschutzrelais. Ich habe hier ein Lautstärkemesser, ja, Dezibelmesser. Ja, es ist nichts Geeichtes, das ist nur als Anhaltspunkt. Jetzt schauen wir mal, was für Lautstärke ungefähr der Kompressor erzeugt. Und jetzt im Vergleich zu meinem alten Kompressor. Über 10 Dezibel Unterschied bedeutet doppelte Lautstärke bei so einem alten Kompressor jetzt im direkten Vergleich. Mit dem App ist es natürlich, wie gesagt, nicht geeicht. Jetzt habe ich den Kompressor mal auf Seite gestellt. Der kommt an die Wand hier oben hin. Und zwar mit dieser Wandkonsole. Das Teil ist aus Metall und das habe ich schon sehr lange. Da war mal eine andere Maschine drauf montiert. Das Teil wird anthrazitfarbig lackiert und ich mache noch eine Platte aus dem Reststück OSB für obendrauf dann. Ja, da sind alle Kanten krumm an der Platte, alles nicht winklig abgesägt. Jetzt zeichne ich einmal die ganze Form ab. Ja, und die Löcher könnte ich auch schon markieren. Das sind 6 Löcher, aber 4 reichen in dem Fall. Das passt schon so. Jetzt nehme ich einen wasserbasierten Acryllack, streiche das zweimal an, das ganze Zeug, das trocknet an der Sonne rucki zucki und dann wird das Ding an der Wand montiert, da habe ich 4 Löcher bohrt, 10er Löcher, 10er Dübel und ein bisschen ausbessern mit Wandfarbe, ja, wie gesagt, 10er Dübel rein, gut ist und dann festschrauben. Hier habe ich noch Hartholzunterlagen, dass das Ding auch im Wasser ist, mit der Wasserwaage habe ich da gemessen, passt schon. Also das sollte auf jeden Fall halten, das sind jetzt 4 10er Dübel und passende Schrauben, ja. Das Ding wiegt ja nicht so viel. Luft muss mal hoch. Schön auf eine angenehme Höhe. Man sieht alles hier oben und zum Einschalten komme ich auch perfekt hin. Für mich war auf jeden Fall zusätzlich wichtig, dass dieses Teil direkt an der Drechselbank ist, damit ich mit dem Druckluftschlauch hier sofort zugänglich die Drechselspäne eventuell entfernen kann. Und ich will das so kompakt wie möglich hier haben. Den Hängeschrank und die Rückwand, den habe ich ja, das habe ich ja in einem Reel mal gezeigt, in einem Short-Video, besser gesagt, heißt er hier bei YouTube. Also durch den Acryllack und durch die Gummifüße rutscht da auch nichts. Ich muss das natürlich beobachten, wenn der während dem Betrieb sich bewegt, minimal, dann muss ich mir entscheiden, hier den festzuschrauben. Aber ich möchte natürlich abnehmbar haben, dass ich den trotzdem woanders auch einsetzen kann, rund ums Haus. C-Zwinge heißt das Ding, glaube ich, kann man hier sagen, die ist jetzt zu klein natürlich, aber man könnte sagen, man sichert das halt noch zusätzlich mit irgendeiner Zwinge, ja, wenn man das will. Eine Schlauchtrommel kommt hier unten dann rein, da habe ich schon was im Auge. Absaugthema kommt dann auch bald. Man kann die Drechselbank ja schwenken. Und da muss ich dann gucken, wie das mit der Schlauchtrommel hier harmoniert. Es kann auch sein, ich mache hier gar keine Schlauchtrommel hin. Vielleicht mache ich die auch daneben hin, das weiß ich alles noch nicht. Je nachdem, wie das hier vom Platz geht. Zur Not mache ich unten eine Aufhängung hin, wo ich hier meine Werkzeuge einhängen kann vom Kompressor. Und die Schlauchtrommel vielleicht nebenhin. Das wird sich dann zeigen. Und ihr dürft jetzt auch was zeigen, nämlich einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.